Okay, was ist denn heute los? Oh, ein unbekanntes N64-Spiel wird entdeckt. Nintendo legt sich mit Indie-Entwicklern an und what? Wird morgen Red Dead Redemption Remastered angekündigt? Wow! Mein Name ist Sebastian Stange und das sind die News. Okay, die wichtigste News zuallererst. Red Dead Redemption Remastered. Angeblich wird dieses Spiel morgen angekündigt. Das behauptet zumindest eine koreanische Website namens GameFocus. Und die meinen das im Rahmen des PlayStation-Meetings morgen um 21 Uhr. Das wird übrigens live gestreamt. Und auch wir werden das live streamen und kommentieren. Unbedingt dabei sein, dass da nicht nur die PS4 Neo und die PS4 Slim angekündigt werden, sondern auch ein Remaster von Red Dead Redemption, dem fantastischen Open-World-Cowboy-Spiel aus dem Hause Rockstar. Und zwar für PC, PS4 und Xbox One. Ob da was dran ist, ist schwer zu sagen. Allerdings ist irgendwas im Busch mit Red Dead Redemption. Schon seit einer ganzen Weile gibt es da Gerüchte, dass irgendwas passiert. Im April beispielsweise wurde diese Karte im Netz veröffentlicht. Die zeigt ein Spielgebiet von Red Dead Redemption. Sie stammt angeblich aus einem QA-Testing eines Spiels in diesem Universum. Sie zeigt allerdings ein Spielgebiet nördlich des Flatiron Lake, wo eigentlich die Spielwelt zu Ende ist. Heißt das jetzt also, dass dieses Remaster nicht bloß ein HD-Remake, sondern eine erweiterte Fassung mit mehr Spielwelt ist? Heißt es, dass vielleicht doch noch irgendwie ein Teil 2 auf uns wartet? Das ist alles höchst mysteriös und ich kann es kaum erwarten, ob es nun morgen irgendeine News zum Thema Red Dead Redemption gibt oder nicht. Hello, old friend. Been a long time. Als nächstes haben wir eine lustige kleine Sache. Und zwar hat der Indie-Entwickler ASMB Games No Mario Sky veröffentlicht. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Und das ganze Spiel sieht so aus. Es ist ein Mario-Klon und ein Seitenhieb auf No Man's Sky. Man hüpft sozusagen durch prozedural generierte Hüpfspiel-Levels und kann jederzeit ein Raumschiff rufen und zu einem anderen Planeten fliegen und dort einen anderen prozedural generierten Hüpfspiel-Level erleben. Ist eine nette Idee. Und was sagt der Nintendo dazu? Abmahnung! Und ja, sie durften das Spiel nicht mehr in der Form veröffentlichen und ich finde, die Indie-Entwickler haben sehr souverän reagiert. Sie haben das Spiel einfach neu verpackt als DMCA Sky, praktisch Urheberrecht Sky, da beziehen sie sich auf den Digital Millennium Copyright Act und sie haben alle Mario-Bezüge daraus entfernt. Das Gameplay ist nach wie vor erhalten und man kann es immer noch jederzeit gratis spielen. Nur die original Mario-Fassung, die ist leider aus dem Internet getilgt, aber ich habe sie noch. Yes! Zu guter Letzt eine schöne Nachricht für Retro-Freunde, und zwar ist endlich ein Spiel aufgetaucht, mit dem in der Frühzeit des N64 jede Menge Hype generiert wurde, das aber nie erschienen ist. Und zwar geht es um das Rennspiel Rev Limit des japanischen Entwicklers Zeta. Das wurde offiziell 1998 eingestampft. Jetzt allerdings ist es einem japanischen Retro-Fan und YouTuber gelungen, eine Entwicklerkonsole samt einem Modul, wo das Spiel drauf ist, bei Yahoo Auctions ausgerechnet abzustauben. Und zu seiner großen Freude ist da das Spiel drauf und sogar spielbar. Und er hat sogar ein Video gemacht, was wir hier ein bisschen anspielen können. Und interessanterweise sagt das Datum im Hauptmenü 1999, da scheint also tatsächlich noch mehr Arbeit reingeflossen zu sein, nachdem das Projekt offiziell gecancelt wurde. Super spannend. Und vor allen Dingen freut es mich, dass hier ein Spieleprojekt endlich öffentlich geworden ist, an dem viele, viele Leute bestimmt hunderte Stunden gearbeitet haben. Ich finde es immer toll, wenn man das Ergebnis auch von unfertigen Spielen am Ende sehen kann. Und das war's für heute. Das war's mit den News. Wir sehen uns morgen dann. Tschüss.